Guten Flug, Leute. Willkommen zurück bei The Moment of Silence. Wir müssen einen Flug buchen nach Puerto Rico. Und ich überlege jetzt schon seit ein paar Minuten, wo ich denn dieses Flugticket herbekommen könnte. Und wir haben das letzte Mal den ganzen Flughafen hier abgesucht und irgendwie gibt es hier kein Ticket zu kaufen nach Puerto Rico. Ich werde jetzt einfach mal, nachdem wir von der Debbie den Tipp gekriegt haben, dass es sich hier um Terminal B handelt, wo wir hin müssen oder wo wir einchecken müssen, werde ich mal die Debbie nochmal anrufen und fragen, ob sie auch weiß, wo denn wir Tickets herbekommen. Was anderes fällt mir jetzt im Augenblick nicht ein. Mrs. Oswald. Ich bin's nochmal, Peter Wright. Mr. Wright, ja. Gibt es etwas Neues? Ich denke schon. Ihr Mann Graham war beim SETI, Mrs. Oswald. Das Foto ist von der großen Schüssel des SETI-Instituts in Arecibo gemacht worden. SETI-Institut? Was ist das? Eine Forschungseinrichtung, die sich mit der Suche nach außerirdischer Intelligenz beschäftigt. Wie haben Sie das herausgefunden? Ich habe mit ein paar Experten gesprochen, es gibt keinen Zweifel. Arecibo? Wo ist das? In Puerto Rico. Das hat man doch schon. Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Fragen Sie nur. Es geht um Ihren Mann. Nee, das hatte ich aber alles schon. Er zeigt mir auch keine neue an. Da wäre noch etwas. Okay. Es geht um Ihren Mann. Ich muss Ihnen noch ein paar persönliche Fragen zu ihm stellen. Wenn es hilft, ihn zu finden. Ah, da geht's weiter. Okay, das war vorhin falsch angezeigt. Hat er sich in letzter Zeit irgendwie verändert? Er war oft außer Haus. Und wenn er hier war, war er lange Stunden vor seinem Computer. Aber das ist bei Graham eigentlich nichts Ungewöhnliches. Sein Job ist so. Manchmal bekomme ich ihn wochenlang nicht zu Gesicht oder er ist völlig versunken in seiner Arbeit. Hat sich in seinem Privatleben etwas geändert? Hatte er plötzlich neue Freunde oder andere Gewohnheiten? Nein, eigentlich nicht. Privatleben, sowas hat für uns kaum noch existiert. Graham hat nicht viele Freunde und er hat wenig Zeit für uns. Leider. Das sind aber sehr persönliche Fragen. Wie lange sind Sie beide schon zusammen? Am 17. Oktober werden es 12 Jahre. So ist er an ein paar Tagen. Ja. Sie werden den Tag zusammen feiern. Seien Sie unbesorgt. Graham hat ihn sowieso in den letzten Jahren immer vergessen. Er ist nicht besonders gut in diesen Dingen. 12 Jahre sind eine lange Zeit. Sind Sie beide glücklich? Nun, wir haben ein Kind zusammen. Ich schätze, gemessen an dem, was man vom Leben erwarten kann, sind wir glücklich. Wir hatten vielleicht in letzter Zeit ein paar Probleme, aber meine Güte, wer hat die nicht? Das ist wohl wahr. Wissen Sie, es ist nicht einfach für mich ohne Job und sicher bin ich manchmal etwas ungerecht. Okay. Jetzt natürlich passt die Frage hier, aber sie ist trotzdem sehr privat. Könnte er ein Verhältnis gehabt haben? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber könnte er ein Verhältnis gehabt haben? Was soll das mit seiner Verhaftung zu tun haben? Ich suche nur nach Dingen, in die er womöglich verstrickt sein könnte. Könnte es sein, dass er irgendwelche Dinge getan hat, die ihn mit dem Gesetz in Konflikt gebracht haben? Zum Beispiel ein Verhältnis, ja? Wer weiß, vielleicht mit jemandem aus dem politischen Leben. Vielleicht hat ihn jemand angezeigt, vielleicht ist es ein Racheakt. Graham war mir immer treu, glaube ich. Können wir dieses Thema dann ruhen lassen? Okay. Ja, würde ich auch sagen. Etwas anderes noch. Wegen Tommy, ihr Mann, erzählen Sie mir ein wenig von sich. Darf ich Sie noch etwas fragen? Natürlich. Okay, ja, ich denke schon. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß, okay? Okay. Ja, gut. Da kriegen wir das jetzt wohl mit dem Ticket nicht raus. Ich brauche aber ein Ticket. Der Messenger hat mir auch nicht geholfen. Dann fällt mir ehrlich gesagt nur noch unser Büro ein, wo der Bill oder der Brian vielleicht uns einen Tipp geben können, wo es sowas gibt, weil hier, nee, hier gibt's nichts. Oder kann ich hier rüber noch laufen? Gibt's da noch einen Screen? Nee, da gibt's keine Ecke mehr, in die wir könnten.
Weil zu Hause im Computer habe ich ja schon geguckt, da konnte ich ja nur mit der Christine reden. Oh, das ist übrigens ein Aufzug, sehr spannend. Puh. In der modernen Zukunft ist es nicht ganz so einfach, ein Ticket zu bekommen nach Puerto Rico. Da kann man nicht einfach irgendwo an den Schalter gehen und eins kaufen. Das ist ja mal übel. Ich weiß nicht, ob ich das für die Zukunft haben wollte. So, Aufzug, 73. Stock, bitte. Gehe ich mal als erstes zum Bill. Ich hoffe, dass er das noch nicht mit meinem Upload bemerkt hat. Bill? Na Bill, wie sieht's aus? Alles klar soweit. Bist du schon wieder? Ja, ich dachte, du hast dir... Ja. Ein paar Minuten quatschen. Können wir kurz den Job sagen? Können wir ein paar Minuten quatschen? Lass uns mal ein paar Minuten quatschen. Na klar. Da wäre noch was. Da wäre noch was. Nee, den kann ich nicht fangen. Okay, ich muss dann. Okay, ich muss dann. Claro. Also dann. Mist. Brian, kannst du mir helfen? Ah, Peters Arbeitsplatz. Halt, nein. Nicht vorbeirennen. Brian. Hey Brian, ich bin's wieder. Hey Peter, na, wie läuft's? Ja. Ist der weg, oder? Wo ist denn Mr. Greenberg? Wo ist der Mr. Greenberg? Bei seinem United Bank Trust Termin in Peking. Cool, oder? Wir haben den Rest der Woche sturmfreie Bude. Hey, super. Okay. Läuft's mit, kann ich dich kurz ein paar private Sachen sprechen? Kann ich dich kurz wegen einer privaten Sache sprechen? Na klar. Was liegt denn an? Lass uns in die Küche gehen. Ach so, okay. Jetzt bin ich wieder in der Küche. Okay, geh du schon mal vor. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Ich bin sofort soweit. Dass ich das wollte, weiß ich nicht, ob ich das wollte. Der Brian ist wirklich ein kleiner Kerl. Okay, dann schieß mal los. Ich bin total pleite. Ich bin total pleite. Kannst du mir was borgen? Das sieht wirklich ziemlich schlecht aus. Ich weiß selbst nicht, wie ich bis zum Ersten hinkommen soll. Die Raten für diesen verdammten Pool werden uns noch ruinieren. Wie viel brauchst du denn? Also, ein paar tausend Credits müssten es schon sein. Ein paar tausend? Sehe ich aus wie Rockefeller? Also ehrlich, Mann, wenn du jetzt nach 50 Credits gefragt hättest, kein Problem, aber ein paar tausend? Wozu brauchst du so viel Geld? Ich brauche ein paar Flugtickets. Flugtickets? Ein paar? Wo willst du denn hin mit ein paar Flugtickets? Ich weiß noch nicht. Verreisen vielleicht. Du könntest es mit dem Freiflug-Scheckheft der Agentur versuchen. Mr. Greenberg hat gerade ein neues bekommen mit dem neuen Wartungsvertrag für die Displays. Schätze, es liegt oben in dem angeblichen Geheimfach seines Schreibtischs. Der Schlüssel liegt unter dieser Matte. Woher weißt du das denn schon wieder? Tja. Aber lass dich bloß nicht erwischen, ja? Und wehe, du sagst jemandem, dass du den Tipp von mir hast. Ich dachte, du bist jetzt rechtschaffen und ehrlich. Ich schon. Aber ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht. Nein, im Ernst, ich denke, jeder würde verstehen, dass du dich erholen musst. Sobald du wieder flüssig bist, kaufst du einfach ein Scheckheft nach und niemand wird etwas merken. Gute Idee. Okay, ich danke dir. Okay, ich danke dir. Ich denke, wir müssen jetzt wieder, Ja, yep. Ich glaube auch. Wir müssen... Also dann, bis gleich. Wir müssen ein Flugscheckheft stehlen. Ach, tatsächlich, der ist nicht mehr da. Dann gehen wir mal in die Chefetage. Okay, wir brauchen jetzt irgendwo mal Büroetage, Aussicht. Gucken wir mal nochmal Aussicht. Mr. Greenberg hat eine verdammt gute Aussicht hier oben. New York. Aufgetürmt wie ein gewaltiger Termitenstaat. Irgendeine Matte müssen wir suchen. Mr. Greenbergs Schreibtisch. Aha. Aha. Schublade, ein Schlüsselloch. Ich bräuchte den Schlüssel. Ich suche hier unten irgendwo eine Matte, aber... Ach, hochstehender Gummistreifen. Nicht unter der Fußmatte, sondern unter der Gummimatte. Also. Aha, Schlüssel. Nehmen. Na bitte, der Schlüssel passt. Wer hätte gedacht? Und er dreht sich sogar. Flugscheckheft, paar Buntstifte... Das Freiflug-Scheckheft. Genug Tickets für ein ganzes Jahr.
Wenn Mr. Greenberg das herausbekommt, kann ich hier meinen Hut nehmen. Aber er muss es ja nicht merken. Eben. Ich werde ihm ein neues besorgen und niemand wird etwas merken. Wir haben ja die ganze Woche noch Zeit. So kann ich die Schublade wieder zumachen und die Schlüssel wieder verstecken. Nein, ich lasse es jetzt einfach offen stehen, ganz klar. Oh nein, er macht es automatisch. Okidoki. Ah, den Schlüssel nehme ich mit. Für die Wartung der Telescreens bekommen wir einmal jährlich so ein Freiflugscheckheft. Die meisten Kollegen waren schon mit einem dieser Schecks heimlich im Urlaub. Mr. Greenberg hat es nie gemerkt. Vielleicht hat er aber auch nur nichts gesagt, wer weiß. Hm. Ich muss die Schecks auf jeden Fall ersetzen. Okay. Freiflugschecks. Jetzt check ich's. Haha, blödes Wortspiel. Ich weiß, Leute, ich weiß. Brenda, du redest immer noch nicht mit uns. Vielleicht reden wir aber auch irgendwann nicht mehr mit dir. Die Kampagne macht eine Menge. Ja, ich störe nicht. Nach unten. Schnell an Claire vorbeischleichend. Die sieht schon sehr unheimlich aus, die Claire. Die müssen wir bestimmt irgendwann nochmal was fragen. Dann, wenn wir überhaupt nicht dran denken. Ach ja, wir könnten ja Claire fragen. Hoffentlich spielt der Bill bald wieder, was weiß ich, war das war das Freundlichkeitsmodul auf oder so. Eieieiei. Rein ins Setcar. Ich glaube es auch, dass es immer das gleiche ist. 56112 steht oben auf dem Dach. Airport. JFK. Hinein. Hinauf. Ich denke mal, wir werden jetzt hier mit dem Check-in Terminal B das Ding anwenden müssen. Denke ich mal. Alles klar. Es kann losgehen. Alles klar, es kann losgehen. Oh. Sehr schön. Über den Wolken. 1. Oktober 2044. Das sah schön aus. Observatorio de Arecibo. Centro de Vis... Foundation, leider kann ich es nicht ganz entziffern. Aber hier gibt es auch Setcars. Wahrscheinlich nur zum Flughafen und wieder zurück. Sehr cool. Ja, Research Center, da werden wir wohl rein müssen. Aber ansonsten kann man hier mit niemandem sprechen. Es gibt auch nichts zum Anschauen hier. Da hinten, das ist ein bisschen pixelig, die Person. Rein ins Research Center. Ausstellung. Verbotsschild. No public access. Kein öffentlicher Zugang. Kein Zutritt für Unbefugte. Dr. Price. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Peter Wright. Ich hätte ein paar Fragen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, natürlich. Ich bin Dr. Price. Freut mich, Mr. Wright. Ich hätte ein paar Fragen zum SETI. Ich hätte ein paar Fragen zum SETI. Oh, natürlich, natürlich. Das trifft sich gut. Wie finanziert sich dieses Institut? Wie finanziert sich dieses Institut? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht von einer Fördermittelbehörde sind? Ganz sicher. Ich frage mich nur, wie Sie eine solche Anlage unterhalten. Ich meine, die Geräte sind riesig und das SETI erwirtschaftet ja vermutlich keinen Gewinn. Wissen Sie, Erkenntnisgewinn ist tausendmal bedeutsamer als Geldgewinn. Und wir haben das Glück, dass einige Großunternehmen, die mehrheitlich der Regierung unterstellt sind, unser Vorhaben maßgeblich unterstützen. Wir haben vor etwa 20 Jahren eine komplett neue Computervernetzung und völlig neue Hardware erhalten. Seitdem werden wir regelmäßig mit Updates auf dem neuesten Stand gehalten. Es ist wirklich großzügig. Welche Unternehmen sind das? Na klar, wenn es Regierungsunternehmen sind. Welche Unternehmen sind das? Welche Unternehmen sind das?
Oh, alles, was Rang und Namen hat. Die Cubicam, das Luna 5 Konsortium, der United Bank Trust, die Cargo Services, die United Communication Services. Donnerwetter. Das sind ja wirklich die größten der Großen. Was versprechen sich diese Unternehmen von der Beteiligung am SETI-Programm? Sie missgönnen uns die Unterstützung unserer Arbeit? Nein, absolut nicht. Ich frage mich nur, welches Interesse diese Unternehmen an den Ergebnissen haben könnten. Sie unterstützen uns, weil sie die Idee der freien Forschung gutheißen. Und das wäre sicher schön. Aber ich glaube, Unternehmen haben immer einen Grund, der Geld wert ist. Oder einen strategischen Vorteil. Vielleicht erhoffen sie sich einen Werbeeffekt vom Einsatz ihrer Produkte. Für uns ist das einerlei. Für uns ist die Hauptsache, dass wir hier unsere Arbeit tun können. Ja, Werbeeffekt könnte sein. Was bedeutet regelmäßige Updates? Was bedeutet regelmäßige Updates? Das bedeutet, dass alle paar Monate Techniker vorbeikommen, die eine Woche lang unser System durchchecken. Die gesamte Paraboleinheit wird inzwischen automatisch auf Lauschsektoren programmiert. Wir geben den Programmierern nur noch die Datensätze und die binden sie dann in die GlobalNet-Konsole ein. Alles andere geht dann automatisch. Aha. Also brauchen Sie selbst gar nichts mehr in den Computer einzugeben, richtig? Richtig. Wir filtern nur noch die Ergebnisse. Die Anlage arbeitet zwar nach unseren Vorgaben, aber ansonsten völlig autonom. Das ist enorm praktisch und minimiert unsere Fehlerquote quasi auf null. Sie beschäftigen also ja gar keine eigenen Techniker mehr. Nein, keinen einzigen. Wir sind ganz froh, dass wir mit der Technik nichts mehr zu tun haben, wissen Sie? Ist das der Grund, dass die erste Etage gerade gesperrt ist? Ja, richtig. Völlig richtig. Da oben sitzen gerade die Programmierer und Techniker der Communication Services. Die arbeiten hier jetzt für eine Woche jeden Tag an der Aktualisierung der Anlage. Und dann haben wir wieder monatelang störungsfreien Betrieb. Was meinen Sie? Dürfte ich ein wenig zusehen? Mich interessiert das. Tut mir leid, aber das geht auf gar keinen Fall. Ich habe erst kürzlich einen Mann deswegen abweisen müssen. Unsere Anlagen sind höchst empfindlich und nur Spezialisten dürfen in die Hardware-Räume. Und Sie selbst sind auch nicht dabei? Nein, ich kenne mich mit der Technik da oben auch nicht mehr richtig aus. Die Fortschritte sind einfach zu immens, um sie noch zu überblicken. Uns interessieren aber auch nur die Ergebnisse und die sind erstklassig. Okay. Darf ich noch etwas fragen? Also ich denke, das kommt euch... Darf ich noch etwas fragen? Euch genauso merkwürdig vor wie mir. Da wäre noch etwas. Wozu dient diese ganze Anlage? Was? Wie meinen Sie das? Ist das so eine Art Kontrollfrage? Sind Sie von der Abteilung der Kontrolle von Forschungsfördermitteln? Wir haben erst letztes Jahr 5 Stellen abbauen müssen und ich werde mich höchstpersönlich vor dem Portal anketten, wenn Sie... Nein, ich frage das wirklich aus reinem Interesse, als Besucher. Oh, natürlich. Sie sind Besucher? Das ist interessant. Sicher, also... Was denn? Ich hatte Sie etwas gefragt. Oh, richtig. Das seht ihr. Sie müssen entschuldigen, aber oben werden gerade die Computer gewartet und da bin ich immer sehr nervös. Also noch nervöser, als ich es normalerweise bin. Also, wo war ich? Das seht ihr. Ja, natürlich. Das SETI untersucht den Weltraum auf möglicherweise bestehende Signalübertragungen außerirdischer Intelligenzen und Zivilisationen. Wir richten unser Radioteleskop auf bestimmte aussichtsreiche Himmelsausschnitte und werten die Signale auf Regelmäßigkeiten oder Muster hin aus. Im Übrigen trinken wir Kaffee, viel Kaffee. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sollten das vielleicht einschränken. Die Nervosität, Sie wissen schon. Oh, Sie, haben Sie es bemerkt, ja? Natürlich haben wir es bemerkt. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Oh, wir finden pro Monat mindestens 1000 extrem aussichtsreiche Signale. Viele davon sind so komplex strukturiert, dass wir Monate mit der Analyse zubringen. Und ist dabei jemals etwas herausgekommen? Das wissen wir nicht. Was soll das heißen, Sie wissen es nicht? Nun, wir können nicht sicher sein, dass die Signale, die wir auffangen, Signale sind. Selbst die Hintergrundstrahlung des Weltraums könnte einen Code enthalten, den wir als Rauschen nur missverstehen, weil wir einfach nicht über die Analysemethoden verfügen, ihn zu dechiffrieren. Aber wir horchen nicht nur, verstehen Sie? Wir senden auch selbst ein Signal. Es enthält grundlegende Informationen über die Menschheit in einer logisch aufgebauten Sequenz. Aber geantwortet hat noch niemand, oder? Nein, wenn wir Glück haben, können wir schon in ein paar hunderttausend Jahren mit einer Antwort rechnen.
In ein paar hunderttausend Jahren. Na super. Glauben Sie selbst denn an Aliens? Glauben Sie selbst denn an Aliens? Glauben? Das fragen Sie mich? Glauben? Wo denken Sie hin? Oh, also nicht? Ich glaube nicht, mein Freund. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie sind bereits unter uns. Hm? Sie schwärmen aus jeden Tag und untersuchen unseren Planeten. Ach was, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Wie kommen Sie denn auf solche Dinge? Ich habe selbst eines der UFOs gesehen. Nachts vor einem Fenster meines Nachbarhauses. Leider... Hatten Sie keine Kamera zur Hand? Genau. Woher wissen Sie das? Intuition. Wissen Sie, das UFO hat auch ein rotes Licht abgestrahlt. Ein durchdringendes rotes Licht. Ich denke, die Aufnahme wäre ohnehin nichts geworden. Und soll ich Ihnen was sagen? Mein Nachbar ist nach dem Auftauchen des UFOs verschwunden. Einfach verschwunden. Ich vermute, Sie haben ihn mitgenommen, um seine Anatomie zu erforschen. Und ihn mit Gemüse zu kreuzen. Auch das kann man nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit ausschließen.